Da sind wir wieder zurück, Freunde, bei Pokémon Legend Arceus. In Jubeldorf, immer noch, wieder, wie auch immer. Und wir haben noch diverse zu tun, nicht wahr? Auch mit unserem Team angefangen, was ich ja ein bisschen verändert habe, weil ich irgendwie davon ausging oder immer noch ausgehe, dass diese neuen Basis-Item? Achso, Handwerkskiste. War gar verwundert. Weil ich irgendwie der Annahme bin, dass diese Spezialwerte, die wir jetzt da haben, vor allem bei Folge, als Beispiel, dass diese 1 bei KP, dass das ja Werte sind, die wir eventuell irgendwie später mal steigern können, aber aktuell vermutlich noch nicht, und deswegen wollte ich jetzt erstmal die Pokémon ins Team nehmen, die da eher höhere Werte haben, obwohl, eigentlich ist es Quatsch, weil sobald wir ein neues Pokémon feiern können, dass wir da höhere Werte haben, und vielleicht kann man sowieso das Ganze upgraden und so, also ich glaube, wir machen da noch ein bisschen zu viele Gedanken. Aber scheiß drauf. Wir wollen uns ja ums Kämpfen bemühen. Und da ich ja in der letzten Folge sind wir an dem Rang aufgestiegen, auf Rang 1. Und könnten dementsprechend jetzt Pokémon Level 20 haben. Also müsste es eigentlich auch möglich sein, dass wir sogar schon ein oder andere Pokémon entwickeln können. So, mal gucken, was der eigentlich so verkauft. So generell, mal ein bisschen Kohle haben wir ja, aber aber ich gucke, aber sicher genug. Glanzstein will noch ein paar mehr. Einen aromatischen Duft. Zähpilz. Ah ja. Kann ein paar Glanzsteine mal kaufen. Nicht zu viele. Mal 5 kommen. Ich glaube, Köderteig nehmen wir doch noch ein paar. Die sind zwar auch schweinemäßig teuer. Ein bisschen Kohle haben wir ja. Verkaufen. Ich weiß nicht, was ich da großartig verkaufen sollte. Funkelhonig, eher weniger. Ich muss sowieso irgendwie vielleicht Zimmelbeere mit dem Köderteig vermischen, um irgendwie halt, ja, geile Items zu kreieren. Sag mal, irgendwie laggt es von mir gerade auch wieder ein bisschen, das ist nicht geil. Okay, hier sind ein paar Gebäude. Egal, wir können uns so auch um die hier und so noch später kümmern. Das ist eine ganz besondere Person, die wir noch häufiger aufsuchen werden. Aber erst einmal zu unserem Kampf. Denn Lumia will irgendwie mit uns fighten, wa? Danke, dass du dir Zeit für mich nimmst. Klar, ist kein Problem, ich gebe dir gerne Nachhilfestundenkämpfe. Es ist so, ich habe einen Schaden getroffen. Und zwar? Weißt du, auch ich habe einen Partner. Leider harmonieren wir zwar nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Um bei der Vervollständigung des Pokédex helfen zu können, müssen wir uns ab jetzt richtig in den Riemen legen. Und der ist? Genau, das ist mein Partner, Pikachu. Mein Beileid. Nein, Quatsch. Als man Scheinungs angegriffen wurde, konnte ich vor Angst einfach nicht mehr klar denken. Ich war nicht in der Lage, zusammen mit meinem Partner zu kämpfen. Seitdem will es nicht mehr richtig auf mich hören. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht mal sicher, wie ich im Kampf Befehle geben soll. Pika! Wieso sagt nicht wirklich Pikachu? Also ein Diamant und Perl macht das eigentlich noch. Doch als ich dich und deinen Partner in Aktion gesehen habe, wurde mir klar, dass es so nicht weitergehen kann. Deshalb würde ich gerne gegen dich kämpfen, um von dir zu lernen. Pika! Lumia vom Wolfstrupp fordert dich heraus. Yeah, Mann, nennen wir einen richtigen Kampf. Also gut, hatten wir schon mal gegen Misa Volvo, glaube ich. Los, Feurigel! Unser feuriger Igel, Kampfbeginn. Ein Ring wie... Der ist fies. Kraft zu paralysieren. Kann ich eigentlich hier drin irgendwie auch den Pokédex aufrufen? Pikachu kommt näher, okay. Weil ich gerade gucken wollte, was Holger für Pokédex-Eintrag hat. Weil irgendwie bin ich gar nicht so sicher. Einfach egal. Holger! Nutzt die Glut! Ich bin schneller? Trotz Paralyse? Alter! Das fiese Übel. Ja, jetzt nicht mehr. Wow, du bist mit deinem Pokémon wirklich auf einer Wellenlänge. Naja. Die einen sagen so, die anderen so. Level up. Attacke gemeistert. Ah, ja, das war irgendwie was Neues, wa? Uff, danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, aber ich meine, dass da zwischen Pikachu und mir ein kurzer Moment der Harmonie zu spüren war. Wir zwei kriegen das schon hin. Meinst du nicht auch, Pikachu? Pika, Pika!
Dann war es wohl doch nur Einbildung. Aber ich werde versuchen, die nachzuwerfen und bei meinen Erkundungen mit meinem Partner zusammenzuarbeiten. Vorausgesetzt, wir verstehen uns irgendwann gut genug. Das wird schon. Übrigens, der Professor hat mir davon erzählt, dass Pokémon verschiedener Typen angehören, die man im Kampf zu seinem Vorteil nutzen kann. Mein Pikachu zum Beispiel ist ein Pokémon vom Typ Elektro. Pika Pika. Typenwechselwirkungen. Ach du Scheinkleister. Soll ich das wirklich alles erklären, erzählen? Ist überhaupt noch die gewohnte Tabelle? Kann man ganz kurz gucken. Also die Typen sind, glaube ich, einigermaßen klar, wo gerade ein paar fehlen. Im Angriff zumindest. Eine Defense, ja, was haben wir da? Normal, Feuer, Wasser, Elektro, Pflanze, Eis, Kampf, Gift, Boden, Flug, Psycho. Nehmen wir jetzt mal an. Käfer, Gestein, Geist, Drache, Unlicht, Stahl, Fee. So, sieht auf den ersten Blick aber ganz gewohnt aus. Feuertage sind effektiv gegen Pflanze-Pokémon, Pflanze-Pokémon sind sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. Ah, immerhin scheint sie das nicht verändert zu haben. Wobei, Feen-Pokémon hier in der Vergangenheit, hä? Okay, gut. Aber ist egal. Kann man sich natürlich auch über Unlicht- und Stahl-Pokémon streiten. Also, wie gewohnt, Drachenattacken zum Beispiel wirken nicht bei Feen-Pokémon, das kennen wir. Geistattacken wirken nicht bei Normal-Pokémon, kennen wir auch. Psycho wirkt nicht bei Unlicht, das Beispiel. Der Boden wirkt nicht bei Flug, Elektro nicht auf Boden. Kampf nicht bei Geist, Normal nicht bei Geist, genau. Gift nicht bei Stahl. Ja, und der Rest halt auch wie gewohnt, das insofern. Du bist also ein Neuzugang, der gerade in aller Munde ist, ja? Ich bin Belila, Kommandantin des Sicherheitstrupps. Sehr erfreut. Alter, ist die groß. Wie ich sehe, hast du ein Händchen für Pokémon-Kämpfe. Vielleicht könnt ihr aber noch den einen oder anderen Ratschlag geben. Kommandantin Belila ist Lehrmeister in einer alten Pokémon-Kampfkunst. Ah, da geht es jetzt darum, wa? Weil wir haben gerade vorhin gesehen, dass Feuerriegel offenbar eine Pokémon-Attacke irgendwie beherrscht oder neu beherrscht. Nein, gemeistert, genau wie sie es gemeistert hat. Und offenbar ist in diesem Spiel so, dass gemeisterte Attacken noch spezielle Zusatzeffekte haben können. Wenn Pokémon ihre Attacke meistern, können sie diese mit Hilfe bestimmter Techniken anpassen. Ah, genau darum geht's. Zum einen wäre da die Krafttechnik. Sie erhöht die Stärke der Attacke, aber dafür dauert es länger, bis das Pokémon wieder eine Attacke einsetzen kann. Was im Prinzip wie ein Hyperstrahl. Muss einfach eine Runde aussetzen. Da gibt es noch die Tempotechnik. Durch den Einsatz sinkt zwar die Stärke der Attacke, dafür kommt das Pokémon aber schneller wieder zum Zug. Also schneller wieder zum Zug, also nicht, dass es eine höhere Priorität hat. Nicht so wie Ruckzuck hier eine Priorität von plus 1 hat oder Turbo Tempo eine Priorität von plus 2 hat oder so. Manchmal Fällen kann ein Pokémon mit Hilfe dieser Technik zweimal angreifen, bevor der Gegner auch nur einmal zum Zug kommt. Das ist natürlich praktisch. Standardausführung, Krafttechnik oder Tempotechnik. Im Kampf kannst du zwischen diesen drei Möglichkeiten wählen, indem du den Linksknopf oder Rechtsknopf drückst. Das ist geil. Und ist neu. Tempotechnik, Krafttechnik, überleg gerade. Wir hatten doch bei Schwert und Schild, gab es mit dem alten DLC, gab es auch irgendwie, war das glaube ich das DLC mit der Rüstung oder so, gab es doch so ein Pokémon, weiß gar einen deutschen Namen nicht, was man ja später, ich glaube sogar ein legendäres Pokémon, was man später noch entwickeln konnte, je nachdem welchen Turm man betreten hat dann und je nachdem was irgendwie auch eine andere Art von Technik, irgendwie Krafttechnik oder Wellentechnik oder so, ganz schräg. Also Tempotechnik. Verringert die Stärke der Attacke an, dann kommt schneller zum Zug. Verbraucht mehr AP als eine gewöhnliche Attacke. Das war zu erwarten. Krafttechnik erhöht die Stärke der Attacke an, dann kommt langsamer zum Zug. Verbraucht mehr AP. Okay. Also doch ein bisschen mehr Strategie als zuerst gedacht. Oh! Jetzt bringt einem sogar Attacken bei. Was auf der Gun nimmst. Ich treffe sie am Fuß des Ambitionshügels. Bitte komm auch dorthin, nachdem du geprüft hast, welche Pokémon du mitnehmen willst. Da könntest du ihnen auch ein paar neue Attacken beibringen lassen. Ich soll vielleicht erstmal Feuerriegel heilen. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Mit Jona vom Diamant-Clan. Okay. Wie sieht's aus? Können wir bereits irgendwas machen? Kann ich dir helfen? Attacke meistern. Ohne einen Meistersamen kann ich deinem Pokémon nicht dabei helfen, Attacken zu meistern. Okay, wie kriegen wir das? Items tauschen.
Was? Okay, keine Ahnung, was es sein soll. Erklärungen. Vielleicht wäre das ganz hilfreich. Attacke meistern. Aber er hat sie doch aha, warte mal. Ist es so, dass er mit ihrer Hilfe einem Pokémon quasi sagen könnte, hey, ich will, dass du diese Attacke jetzt meisterst, obwohl du sie selbst noch gar nicht gemeistert hast. Also quasi wie vorgreifen. Sag jetzt mal, ganz doof gesagt. Oder ein Pokémon setzt die Attacke so auf, damit es sie automatisch meistert. Hm. Das sind halt auch Attacken, die ein Pokémon nicht einfach so durch ein Level erlernen kann. Dafür hat man ja angeblich erst vor kurzem Pokémon entdeckt hat, beziehungsweise das mit den Pokébällen und so, dass man sie schrumpfen kann und die meisten ihnen sowieso noch Angst vor Pokémon haben und offenbar Jubeldorf sozusagen das einzige Dorf ist mit Menschen in der Hisui-Region. Da finde ich, haben sie schon relativ viele Pokémon gelernt, auch mit Level-Up und so. So, warte mal. Da war noch was mit Leistungslevel, was ist denn das? Leistungsamt. Ah, das ist das. Das nehmen, glaube ich, diese Dinge, die wir gesehen haben. Diese Werte im Kreis neben den Statuswerten. Also bei Vogel, habe ich ja zu Beginn der Folge gesagt, hat sie bei KP einen Wert von 1 gehabt und wird wohl das sein, wa? Ah, alles klar, okay. Also, kannst du mir etwas beibringen? Zum Beispiel Feuerregel. Auch mal so. Hauzuki ist bei ihm jetzt gemeistert. Okay, mal gucken. Krass, ich kann ihm EOAs beibringen. Warum nicht? Ich meine nur für 500? Dann hat er überlegt, aber eigentlich. Warum sollte Vogel keine Eroas lernen dürfen? Okay, das war schräg. Nochmal gucken, was kannst du sonst Pokémon noch so beibringen? Unheilbögen, genau. Sagen wir, hast du eben die gleichen Attacken drauf, oder was? Eroas, nochmal 500. Staralele, die könntest du wieder gut gebrauchen. Und ganz ehrlich, 500 Pokédoll ist jetzt nicht viel, also das kriegen wir doch relativ schnell wieder hin. Ich will auch mal gucken, was die Pokémon so drauf hätten. Alter, die Elementarzähne, natürlich. Coole Augen, braucht kein Mensch. Aber die hier? Yo. Aber sofort. So, wir haben mal gucken, was Wampel. Gut, das war klar, da muss er erstmal ein bisschen entwickeln und so. Bilica wird auch nicht viel drauf haben. So, Trümmerer, ja, Stärke 40. Tarnstein, das ist irgendwie neu. Aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass Moves, die man sonst so kennt, wie. Okay, Erholung ist noch so, aber zum Beispiel eben Tarnstein macht irgendwie jetzt mittlerweile Schaden. Das Ziel nimmt durch verstreute Steinsplitter wiederholt Schaden. Aha, also im Prinzip wie ein Feuerwirbel, nur ist ein bisschen stärker. Tarnsteine war ja sonst eher ein spezieller Move, sag ich jetzt mal. Also so wie Erholung. Aber natürlich, dass halt beim Einwechseln der Pokémon diese Schaden genommen haben. Natürlich macht das jetzt hier nicht viel Sinn bei dem Spiel. Hm, okay. Ja, nö, das reicht erstmal, danke. Das war durchaus erfolgreich. Sag mal, erstmal ganz doof gefragt. Feuerregel, bist du eigentlich der Befitter da? Okay, wurde automatisch geheilt. Das ist natürlich geil. So. Du. Jetzt überlege ich halt gerade noch ein bisschen im Dorf uns umsehen. Oder machen wir uns jetzt auf dem Weg zu Yolo. Und Lumia. Und noch ein paar Pokémon fangen. Okay. Was wünschst du dir vom Glücksschrein? Sternskraft, Gesundheit, Erklärung zu Talismanen. Momentan noch nichts, aber ich komme später wieder darauf zurück. Danke! So, bei der quatschen wir auch später mal nach. Das ist klar.
Oh, warte mal ganz kurz. Feuerriegel. Du hast jetzt die Attacke gemeistert. Warte mal. So, dann Starra Lily und natürlich auch die Attacken noch verwalten. Also ich muss sagen, das System finde ich immer richtig nice. Ist längst überfällig, dass man die Attacken wirklich so halt im Menü austauschen kann. Ich hoffe, das übernehmen sie bei künftigen Pokémon-Spielen. So, mal gucken. Ich habe Donnerschock drauf, Ruckzuckieb und Biss. Ich glaube, ich packe jetzt mal temporär mal noch einen Eiszahn drauf. Später kann ich noch einen Feuerzahn und so drauf. Einfach aus dem Grund, weil Feuer haben wir im Team bereits durch Feuerriegel abgedeckt, aber Eiszahn noch nicht. So. Dann machen wir uns mal auf. Du. So. Missionsliste. Obsidian Grasland. Ja, soll er hier hin. Okay. Ganz kurz gucken, ob ich irgendwie noch meine Sidequests zu durchgehen kann. Ich habe das Gefühl, eine hat er, glaube ich, auch schon mal gemacht. Oder nach einem Pet oder so irgendwie. Alter. Volo. Na, bist du erschrocken? Natürlich bist du das. Schließlich habe ich dich überrascht. Wir haben eine gute her. Es gibt eine Geheimtechnik beim Fangen von Pokémon. Die geheime Kommando des Überraschungsmanövers. Wenn du von hinten ein Pokémon auf ein Pokémon wirfst und es im Rücken triffst, erschrickt es. Das erleichtert dir das Fangen und verschafft dir im Kampf gegen das Pokémon einen Vorteil. Okay. In Position im Forschungszug, der an der Vervollständigung des Pokédex arbeitet, könntest du vielleicht allen Pokémon der Hisui-Region begegnen. Okay, bin mal gespannt. Anladung für Pilze. Hat der Schönes? Ah, die berühmte vom Forschungstrupp. Der Junge, der vom Himmel gefallen ist. Wow, geiler Spitzname. Hör mal, ich habe ja eine ganz tolle Anladung für einen Köder. Als leidenschaftlicher Pilzveteran mit 20 Jahren Erfahrung, Pilzköder entwickelt. Finde dann erstmal einen Zähpilz. Schön. Warte mal, dann machen wir das doch natürlich so, dass ich muss ganz kurz gucken, wie das schon wieder ging. Funzang Geheimgeschenk machen wir gleich auch noch. Okay, ist alles automatisch aus, gut. Forschungsfibel, ne, warte mal, wo waren jetzt die Scheißmissionen? Forschungsmanöver, Schanalein und Notlagen. Die sowieso nicht. Moment. Ah, hier, Missionsliste. Niedliche Starra Lily. Vollständigen Pokédex-Eintrag von Starra Lily. Da fehlt noch ein bisschen was. Den hier. Wegweiser aktivieren. So, wo muss ich hin, lieber Wegweiser? Hä? Das wäre jetzt aktiviert. Der Professor ist schon wieder hier. Ja, was ist denn der scheiß Zähpilz? Hä? Das hat doch Hüben. Kommt der überhaupt schon rüber? Das ist eine andere Frage. Plim, plim, plim. Palim, palim. Mir aber Zerpurz herausfinden. Ja, gut. Naja, ich hab's mitbekommen. Und anderes Mal bitte. So,
schwere Exemplare gefangen. Nee, das ist noch kein groß. Oder muss ich irgendwie das mit dem Schwerball machen? Nee, oder? Wäre irgendwie auch doof. Exemplare besiegt. Das können wir vielleicht noch ein bisschen machen. Ihr seid wachsam. Aber ich hab Aeroas. Was? Okay. Bitte sei es wachsam. Du. Kampf. Aeroas! Bisschen seltsam aus wie ein Aeroas, aber okay. Scheiß Walzer. Alter, das ist ein normaler Walzer. Warum macht er trotzdem so viel Damage? Das war das erste Mal eingesetzte Walzer. Dürfte gar nicht so viel Damage machen. Noch nicht zumindest. Ah, warum eine neue Attacke erlernt? Was ist mir jetzt gerade die Frage? Nee, okay, das Level ist noch so wie gedacht. Ich habe mir gerade gefragt, ob vielleicht sich Wampel vielleicht schon entwickeln könnte. Aber nee, dafür wäre es noch ein bisschen verfrüht. Ja, okay, Gift schaffen und Tackle. Sehr gut. Die Folge ist auch schon vorbei, Freunde. Das geht hier immer so schnell, ey. Du kommst gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Da ist irgendwie. Dieser wurde überrumpelt. Unser Schorscheinux. Biss. Na dann, machen wir uns nochmal anders. Und zwar Ruckzuckhieb. Tempotechnik. Gut, das war jetzt wahnsinnig viel Tempo. Zwei Drill gefangen. Ja, bitte mal ganz kurz ein paar Aprikokos pflücken, Scheinux. Danke. Da sind noch ein paar mit Staralilis unterwegs. Ja, die haben natürlich auch schnell geplättet dank Scheinux. Das wäre vielleicht noch eine Option, wa? Nächste Folge erstmal hier noch ein paar Scheinux plätten. Staralilis natürlich, Entschuldigung. Dürfte mich eigentlich nicht entdecken, zumindest nicht sofort. Machen uns auf hier rüber, mal so einen Zähpilz zu finden. Und ja, mal zu gucken. Verlorene Items von Fumiko. Stimmt, da war ja noch was. So schon ein neues Gebiet. Kann ich da überhaupt schon hin? Ja, da können wir uns sonst mal ein anderes Mal angucken, Freunde. Verlorene Items und so ist sogar eigentlich sogar etwas, was ja auch mit Online-Funktionen zu tun hat. Weil eben, wir können ja ohnmächtig werden und dabei dann offenbar auch ein paar Items verlieren. Und diese Items können andere Spieler wiederum finden. Und wiederum irgendwie wieder zurückgeben oder so. Aber noch nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Nicht überrumpelt. Schade. Das ist enttäuschend. Ja gut, Freunde, die Folge ist lang genug. Ich sage. Oh. Neuer Stachelis. Nächste Folge geht es hier weiter. Vielleicht eben mal gucken. Ich bin auf dem Weg darüber. Wir noch ein paar Pokémon hier besiegen. Auch um mal zu gucken, ob sich Wampel noch auf Level 7 entwickelt und wie denn das Ganze aussehen wird. Vor allem natürlich, was für Pokémon daraus wird. Ist immer so eine Frage. Und ja. Alles weitere in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao zusammen.